Jutta, herzlich willkommen zu unserem Interview 1200 Grad. Vielleicht stellen Sie sich für unsere Leser noch mal kurz vor, was Sie bei Schlüter Systems machen. Ja, sehr gerne. Guten Tag, Herr Schanze. Ja, mein Name ist Marc Schlüter. Ich bin Geschäftsführer bei Schlüter Systems zusammen mit meinem Bruder Udo Schlüter. Und wir haben vor mittlerweile etlichen Jahren die Geschäftsführung von meinem Vater übernommen. Wie geht es Ihnen persönlich angesichts der Corona-Krise? Sind Sie noch gesund oder was? Die Familie auch gesund? Persönlich geht es mir sehr gut. Die Familie auch alle wohlauf und gesund. Und auch im Unternehmen haben wir bis jetzt, toi toi toi, noch keinen ernsthaften Corona-Fall oder Covid-19-Fall, sodass ich momentan sagen kann, alle wohlauf, alle an Bord. Aber es ist schon eine sehr komische Stimmung momentan. Ja. Aber irgendwie kann man schon so ein bisschen sagen, dass so nach mittlerweile gut 2 Wochen fast so ein bisschen eine Normalität trotz der Krise eingetreten ist, sodass man doch so ein bisschen normales Tagesgeschäft fast wieder erlebt, so ein bisschen. Was unternimmt Ihr Unternehmen denn konkret im Rahmen der Corona-Krise, um den Unternehmensbetrieb auch weiter aufrechtzuerhalten? Ja, also zunächst zu Beginn der Krise oder eigentlich noch vor der Krise haben wir natürlich den allgemeinen Hygienehinweisen entsprochen, haben diese natürlich auch an die Mitarbeiter weitergegeben, haben dies auch dann sicherlich zum Beispiel hier bei uns in der Rockbox sehr konsequent durchgezogen. Aber eigentlich an dem Wochenende 14., 15., 16. März sind auch wir praktisch in den Krisenmodus gewechselt und haben dann eigentlich in der Woche ab dem 16.3. unseren Betrieb auf eine Art Notfallbetrieb umgestellt und haben innerhalb von wenigen Tagen fast alle kaufmännischen Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Zum Glück hatten wir da die technischen Möglichkeiten, dies sehr, sehr schnell zu tun. Und bei den übrigen Mitarbeitern haben wir die Belegschaft in 2 Gruppen geteilt. Die eine Hälfte der Belegschaft arbeitet an geraden Tagen, die andere Hälfte der Belegschaft arbeitet bei ungeraden Tagen, sodass wir dadurch eine möglichst große soziale Distanz schaffen können. Ja, und durch diese Maßnahmen haben wir es dann geschafft. Also normalerweise sind wir so um die 480, 490 Mitarbeiter am Standort, die täglich zur Schmöldestraße kommen. Und zurzeit sind wir so maximal 160, 170 Mitarbeiter, die noch jeden Tag am Standort arbeiten, inklusive Produktion, inklusive Versand. Aber trotzdem schaffen wir es, den Service für unsere Kunden trotzdem noch aufrechtzuerhalten und eigentlich eine fast hundertprozentige Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und trotzdem verlässt noch jeder Auftrag, der morgens reinkommt, in der Regel noch am gleichen Tag unser Unternehmen. Vielleicht nochmal zur Erläuterung. Diese Splittung in die beiden Gruppen haben Sie deshalb vorgenommen, falls sich jemand infiziert in einer der Gruppen, dass dann die andere Gruppe einspringen kann? Oder was ist der Hintergrund? Also eigentlich gibt es zwei Gründe dafür. Also einmal, um halt möglichst wenig Mitarbeiter am Standort zu haben, um halt die Distanz möglichst groß halten zu können, aber halt auch, um im Falle einer Infektion in einer Gruppe nicht dann den kompletten Versand oder die komplette Produktionseinheit zu verlieren, sondern dass man da dann sehr gut eingrenzen kann, mit wem ist der Mitarbeiter in Kontakt gekommen und wem muss man dann gegebenenfalls in Quarantäne schicken und wer kann dann dafür einspringen. Wie bewerten Sie denn die Maßnahmen, die von der Politik eingeleitet worden sind hinsichtlich Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen? Finden Sie das ausreichend? Finden Sie das richtig? Also grundsätzlich finde ich, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich ein sehr gutes Krisenmanagement macht. Also ich war schon sehr überrascht, wie schnell Maßnahmen beschlossen wurden und auch mit welcher Konsequenz diese umgesetzt wurden. Ja. Und bezüglich der wirtschaftlichen Unterstützung
auch da hat es mich überrascht, wie schnell diese Hilfsfonds und Hilfspakete geschnürt wurden, die natürlich vor allen Dingen den kleinen und Kleinstunternehmen erstmal unter die Arme greifen müssen, weil die sind natürlich jetzt sehr, sehr stark gebeutelt. Ja. Jetzt kommt es sicherlich darauf an, wie schnell diese Hilfe dann wirklich bei den Betroffenen ankommt und ja, wie schnell dies wirklich bei denen im Portemonnaie praktisch ankommt. Und ja, am Ende wird es die Zeit zeigen müssen, inwieweit die Maßnahmen ausreichend sind oder ob es noch zu weiteren Maßnahmen kommen muss. Aber auch da ist natürlich entscheidend, wie lange diese Pandemie oder diese Krise andauern wird. Ja. Was glauben Sie denn, was das langfristig für Konsequenzen oder Folgen haben wird, auch in unserer Branche oder in Ihrem Unternehmen vielleicht auch? Ja, also ich denke, die langfristigen Folgen sind eigentlich noch gar nicht absehbar. Mhm. Also dafür sind wir noch zu sehr am Anfang. Und es wird sicherlich Branchen geben, für die es wirklich sehr, sehr hart werden wird. Die Baubranche an sich ist ja wesentlich momentan noch relativ glimpfig davon gekommen bis jetzt. Ja. Also die Baustellen laufen momentan weiter, das Handelsgeschäft läuft weiter. Die Fliesenleger und die Handwerker haben weiterhin gut zu tun und dürfen vor allen Dingen noch arbeiten, sodass die direkten Folgen im Moment für unsere Branche, ich denke, sich noch in einem überschaubaren Rahmen erhalten. Was natürlich nicht heißt, dass es sicherlich Einzelfälle gibt, wo auch jetzt schon es zu Härten kommt. Aber wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, also durch unsere Niederlassungen, haben wir natürlich auch guten Einblick, was in Italien, in Spanien oder in England zurzeit passiert. Dort sieht die Situation schon ganz anders aus, wo einfach das komplette Geschäftsleben momentan zusammengebrochen ist. Und ja, welche langfristigen Folgen das haben wird, ist noch schwer abzuschätzen. Mhm. Aber ich denke, eins ist sicher, auch nach der Krise, die irgendwann ja vorbeigehen wird, das ist ja das vielleicht das Beruhigende bei dieser Pandemie, dass irgendwann wird sie vorbei sein, dass danach trotzdem noch Häuser und Wohnungen gebaut werden und speziell auch noch Fliesen verlegt werden. Ja. Was bekommen Sie denn überhaupt für ein Feedback von Ihren Kunden? Haben Sie das Gefühl, die sind motiviert oder frustriert? Bis jetzt kriegen wir eigentlich ein sehr, sehr positives Feedback. Also auch dadurch, dass wir noch weiterhin erreichbar sind, noch weiterhin unseren Service bieten können, wird dieses sehr positiv gesehen. Natürlich ist unser Außendienst sehr stark in Kontakt, natürlich eher telefonisch, mit unserem Handwerker und mit dem Handel und auch der ganze Vertrieb ist natürlich sehr in Kontakt mit unseren Kunden. Und dort erfahren wir positive Resonanz auch auf die Maßnahmen, die wir getroffen haben. Wie zum Beispiel, dass wir jetzt für jeden Kunden direkte Streckenlieferungen zur Baustelle anbieten, um halt einmal das Material sehr schnell zum Kunden zu bekommen oder auf die Baustelle zu bekommen. Und halt auch, um die Kontakte im Handel so ein bisschen zu reduzieren, dass der Fliesenleger halt nicht unbedingt mal zum Handel muss, um halt drei Schienen zu holen, dass er die halt direkt auf die Baustelle bekommen kann. Und für uns war es auch sehr, sehr wichtig, dass wir weiterhin dem Fliesenleger das Material zur Verfügung stellen können, weil für ihn ist natürlich auch nicht schlimmer, als wenn er zwar arbeiten dürfte, aber kein Material mehr bekommt und somit die Arbeit nicht fertig bestellen kann. Ja, ja. Ja, gut. Vielleicht haben Sie noch in einem kurzen Satz persönlichen Motivationstipp, wie man die Krise am besten meistern kann. Was ist Ihr Motto angesichts der Corona-Pandemie? Ja, in einem Satz ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, vielleicht nochmal ein oder zwei Sätze zu unserer Niederlassung. Dadurch, dass wir halt in 5 Standorten in Europa sind und 2 Standorten in Nordamerika, erleben wir dort mehr oder weniger
natürlich hautnah, was es dort bedeutet, diese Covid-19-Pandemie ausgesetzt zu sein. Und dort hat man mit ganz anderen ja, existenziellen Nöten der Menschen zu tun. Ja. Und da ist man in dem Sinne schon froh, hier in Deutschland leben zu dürfen. Ja. Das macht einen schon so ein bisschen demütig fast. Auf der anderen Seite, was mich momentan sehr, sehr stark motiviert, zu sehen, wie unsere Mitarbeiter eigentlich weltweit hinter dem Unternehmen stehen, das trotz der Krise mit vollem Engagement und Elan dabei sind. Und ja, zusammen werden wir schaffen und auch diese Krise überstehen. Und ja, vielleicht, dass man so ein bisschen trotz allem so ein bisschen Muße findet, über das eine oder andere mal nachzudenken, was wirklich wichtig ist und was normalerweise in der Hektik des Alltags untergeht. Vielleicht hilft dafür diese Krise dann auch ein wenig. Okay, vielen Dank, Herr Schlüter. Und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Schanze. Bleiben auch Sie gesund und einen schönen Gruß auch an Ihre Zuschauer und Leser. Dankeschön.